Oder Sie fragen, sind Sie Künstler? Ja, bin ich. Ach gut, ich dachte schon, Sie sind verrückt. Bin ich vielleicht ja auch. Nach dem Krieg läuten die 20er Jahre auch die Emanzipation der Frau ein. Extrovertierte Amerikanerinnen, die Flappers genannt werden, brechen mit dem Frauenbild von einst, führen einen neuen Look und eine neue Moral ein und bereiten der Frau den Weg in die Moderne. Jene Jahre bringen Ikonen wie Josephine Baker hervor, ein wahrer Quell der Inspiration für die jungen Künstler von heute. Flapper Girls, dann Josephine Baker, die ja wirklich das Flapper Girl war. Die waren quasi die Punks der 20er Jahre. Die Haare abgeschnitten, kurz, das war so, oh, was, eine Frau mit kurzen Haaren. Und sie haben geraucht, genau. Sie haben angefangen zu rauchen, das war auch so, oh mein Gott. Sie haben auch noch Alkohol getrunken und sich die ganze Nacht irgendwie in irgendwelchen Bars und Kneipen rumgetrieben. Das war halt so, oh, oh mein Gott. Sie haben auch sehr viel Schminke aufgelegt, ne? Also sie haben wirklich alles so ein bisschen auch übertrieben, um zu zeigen, hey, bam, hier sind wir. Wir sind jetzt anders. Wir haben keine Lust mehr, dieses männerbedienende Frauenklischee zu verkörpern. Alice Francis ist eine junge deutsche Künstlerin. Ihre Mutter stammt aus Rumänien, ihr Vater aus Tansania. Das Rebellische der 20er hat es ihr so angetan, dass sie sich auch Miss Flapperty nennt. Sie steht unter Vertrag bei einem Plattenmulti, aber auf ein Genre beschränken lässt sie sich nicht. Mit ihrem Sound sprengt sie die Grenzen des Retro und mischt unbekümmert Vergangenheit und Gegenwart. Ich denke mal, wie jeder Künstler, andere Künstler oder Musiker auch, habe ich eine Riesenpalette an Erfahrungen durchgemacht einfach. Also ich habe schon Rockmusik gemacht, Pop, Soul, alles Mögliche hat man schon durchgemacht. Und diese jazzige Art zu singen, die ist aber eine Sache, was mir einfach so liegt, würde ich sagen. Also wenn man mir gesagt hat, sing mal irgendetwas, dann kam das dabei raus. Ich weiß jetzt nicht genau, was Jazz heute alles bedeutet, aber für mich hat das immer so ein bisschen was Wildes. Neo-Charleston, das haben wir damals einfach so erfunden, weil Charleston war ja eigentlich diese Melodie, auf die Josephine Baker diesen verrückten Tanz mit den X- und O-Beinen gemacht hat und dadurch halt populär gemacht hat. Dadurch ist das so ein bisschen so ein ganzer Lifestyle vielleicht auch geworden. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, wir nennen das Neo-Charleston. Und dann später haben wir entdeckt, dass es so an allen Ecken dieser Welt quasi Leute gibt, die so ein bisschen diesen Vibe aufgegriffen haben. Und die nennen das Electro Swing. Gestern noch ein Geheimtipp, begeistert Electro Swing heute die Massen. Das Mischgenre hat die Dancefloors erobert. Während Alice und ihr Produzent neue Stücke komponieren, greifen andere auf Swing-Originale zurück und versetzen sie mit Electro-Beats. Typisch für die Musik des 21. Jahrhunderts ist unter anderem, dass nichts richtig Neues mehr kommt und sich durchsetzt, wie das etwa bei Techno oder Hip-Hop der Fall war. Statt neue Sounds zu erschaffen, die unsere Zeit bestimmen, nimmt man sich Sounds aus vergangenen Zeiten vor, verfremdet sie, spielt mit ihnen und kreiert diese seltsame Mischung aus Modernität und wehmütiger Nostalgie. No, you don't know my
But by the time you reach my eyes, you're doomed. I got you hypnotized, and now you're falling. And you stumble. You're on fire. You'll be standing alone. Originalität ist heute schon fast altmodisch. Immer mehr Leute meinen, künstlerisches Schaffen sei schon immer mit Entleihen und Bearbeiten verbunden gewesen. Alles ist bloß noch ein Remix. Das Internet bietet uns YouTube und Co. Und die bieten uns massenweise alte Kino- und Fernsehfilme, Serien und Songs. Dieses wunderbar moderne, zukunftsorientierte, neue digitale Medium ermöglicht uns den Blick in die Vergangenheit. Ich will das alles nicht schlecht machen, aber es ist einfacher geworden, etwas Altes zu nehmen, als sich etwas ganz Neues auszudenken. In Retro schwingt das Gegenteil von Pro mit. Progressiv, regressiv. Letzteres ist ja eindeutig negativ. Retro ist doch negativ konnotiert, ist im Grunde das Gegenteil von dem, was man eigentlich tun sollte. Nach vorne schauen, Neues entwickeln, vorankommen. Etwas Neues? Es gibt doch schon alles. Also lasst uns die alten Sachen wieder machen. Ein wenig anders. Im Bedford Square Garden im Herzen der englischen Hauptstadt treffen sich alljährlich die sogenannten Chaps zu einer Olympiade der etwas anderen Art. Die Wettkämpfe sind an Exzentrik und Irrwitz kaum zu überbieten. Vom Regenschirmstechen über alles außer Tennis bis hin zum berühmten Volley Melone. I only wish I knew what they were. Back in the 30s and in den 30er und 40er Jahren war Amateursport noch sehr beliebt. Da ging es noch nicht so sehr um Geld. Die Chap-Olympiade hat ganz offensichtlich nicht viel mit Sport im herkömmlichen Sinne zu tun. Es geht um Begeisterung und Spaß an der Sache. Und nicht um etwas so Triviales wie Geld. Brace yourselves. Ready and go. The handful of Seaman. Come on, Seaman! 2-6, please! Put your back in it! 2-6, please! 2-6, please! Das große Spektakel verfolgt eine Strategie. Die schräge, wenn nicht absurde Veranstaltung haben die Gründer der Bewegung in den Dienst ihrer Sache gestellt. Unter dem Banner des Anarcho-Dandyismus wollen sie Gentlemen zusammentrommeln, um gemeinsam gegen die von der heutigen Zeit diktierte Dekadenz aufzubegehren. Anarcho-Dandyismus ist eine Art neue Philosophie, eine politische, gegenkulturelle, situationistische, dadaistische Bewegung. Wir greifen das Konzept des englischen Gentleman auf, sortieren alles Negative aus, dass er elitär, vornehm, reich ist, der Oberschicht angehört, und behalten alles Positive. Die schicke Kleidung, die Einstellung, die Monokel, Schnurrbärte und Pfeifen. So werden wir eine richtige Jugendbewegung. Im Dienste ihrer Sache haben die Chaps auch einen Ratgeber herausgebracht. Die revolutionäre Etikette für den modernen Gentleman. Vereinzelte Bekundungen normaler Höflichkeit, ein Manifest, Zeitschriften, Abzeichen. Die Chap-Propaganda stellt alles zur Verfügung, um sich der Bewegung rundum elegant anzuschließen. Weg mit dem Klassensystem. In Zukunft soll nur wichtig sein, was man anziehen will und nicht, was man aufgrund seiner Herkunft anziehen sollte. Der Dandy hat schon immer gegen die Mainstream-Kultur rebelliert. Er sucht nach dem Besonderen.
ist detailverliebt, auch was seine Kleidung, seine Art zu sprechen, seinen Bekanntenkreis anbelangt. Damit will er seine eigene Persönlichkeit unterstreichen. Denn jede Gesellschaft, ob in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft, versucht, eine bestimmte Mode und Lebensart festzulegen. Aber bei derart starkem gesellschaftlichem Druck gibt es immer jemanden, der Nein sagt. Mit einer gewissen Eleganz. In der Savile Row, Hochburg der britischen Schneiderkunst, Sinnbild für Maßanfertigung und edelstes Handwerk, ist die Lage ernst. Die Bastion des englischen Schicks droht von einem amerikanischen Bekleidungsriesen unterminiert zu werden. Doch die Hüter der Eleganz und des guten Geschmacks stehen schon bereit. Der Widerstand organisiert sich. Auf manche wirken wir vielleicht wie Upper-Class-Gentlemen, aber wir gehen auf die Straße gegen Starbucks, Gap, Nike und all die anderen großen Ketten. Denn wir glauben, sie richten überall, nicht nur in England, Kultur, Mode, Stil und Individualität zugrunde. Aus unserer besonderen Perspektive heraus setzen wir deshalb ein deutliches Zeichen zu einem Thema, über das sich unserer Ansicht nach jeder ärgern sollte. Jedes Mittel ist diesen Gentleman-Aktivisten recht, um die Tweet-Revolution ins Rollen zu bringen. Ob Petitionen oder Demonstrationen, die Chaps agitieren regelmäßig, freundlich und subversiv. Ob sie mit ihren retrolutionären Ideen wirklich etwas erreichen? Unsere Revolution ist schon im Gang. Als wir mit der Zeitschrift The Chap anfingen, zogen sich ungefähr 3 Leute so an wie ich. Jetzt sind wir mehrere tausend. Und ich glaube, dass es immer so weitergehen wird, bis irgendwann keiner mehr Kapuzenpullis, T-Shirts oder Turnschuhe trägt.